Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Binding of Isaac Rebirth. Wieder am Start mit Blue Baby. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich wieder öfter ein bisschen abwechseln. War eigentlich so von mir der Plan. Keine Ahnung, ob ich euch das überhaupt mitgeteilt habe, aber ich habe ja zwischendurch mal wieder einen Run mit Eve gemacht. Das ist schön und gut. Abwechslung soll ja nicht schaden, aber ich habe mir das jetzt wieder mal so in den Kopf gesetzt. Das muss doch jetzt mal klappen mit dem. Ich hatte jetzt einen Run, wo ich sage, okay, da hätte es theoretisch klappen können. Oh, scheiße. Oh Gott, bin ich blöd, ey. Jetzt habe ich wieder Q gedrückt statt Leertaste. Ich hau das immer durcheinander mit den Items und Karten und überhaupt. Ja, das wäre eine schöne Karte für den ersten Boss gewesen, weil man dann doch ein bisschen mehr Schaden gemacht hätte, aber dann halt nicht. Vielleicht haben wir ja noch Glück beim Itemraum. Dass wir da dafür für diese verhunzte Scheiße gerade jetzt, so eine kleine Kompensation kriegen, dass einfach ein gutes Item dabei ist. Müssen wir mal schauen. So, großer Raum mit vielen Gegnern und ich hasse es, wenn die auf mich zurennen. Aber ich glaube, ich komme da noch einigermaßen heile und unbeschadet raus. Hoffe ich zumindest. Na, Kumpel, so nicht. Möge er sterben. Ja, nee, also es muss jetzt endlich mal mit dem hier klappen, weil irgendwann sitzt der Frust dann trotzdem zu tief. Ich habe es eine ganze Woche wieder nicht gespielt. Ich hoffe, ich kann's noch. Also gut, mein Arc viel schlechter als sonst kann es da eigentlich nicht werden. Aber wie gesagt, der letzte Run, der hat mich da nochmal so ein bisschen... Oder beziehungsweise... Ich bin mir jetzt gar nicht mal 100% sicher, ob das der letzte Run war. Aber halt der Run davor... Bei dem es so gut lief. Ich weiß jetzt nicht, ob das der war oder der vorletzte. Auf jeden Fall, der hat mich wieder so ein bisschen beflügelt, befeuert. Dass ich mir jetzt sage, hey Leute, ich habe übelst Bock, das jetzt zu schaffen. Ich bin voll motiviert. Und ich hoffe, dass ich das in meinem Spielstil auch irgendwie so rüberbringen kann. Müssen wir mal sehen, wie es wird. Toll, ja. Guck mal, gegen den hätte man das übelst gut brauchen können. Weil der ist nämlich ziemlich lästig. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich bleibe dauerhaft hier stehen und habe dann immer diese dreckigen Fliegen, wovon es jetzt schon wieder zwei sind. Okay. Oder wenn ich vor ihm stehe, beziehungsweise hinter ihm oder auf einer Spur mit ihm, dann springt er halt immer durch die Gegend und chargt da rum und sprintet und hampelt und macht und tut. Ups, da war ich jetzt irgendwie zu langsam. Habe ich nicht reagiert. Oder zu langsam reagiert. Dass der Gaul verreckt ist, dann ist ja nur noch der Kopf da und der spuckt dann eigentlich dauerhaft solche Dinger. Aber irgendwie habe ich ihn gerade betäubt, kann das sein? Scheint auch irgendwie das Item zu sein. Finde ich cool. Naja, da könnte ja potenziell was werden, wenn ich da regelmäßig Gegner betäube. Könnte ich schon in der Zeit nichts Böses machen. Nein. Och Mann. Das war jetzt doof. Naja. Noch nichts verloren, Freunde. Alles im Griff. Oh, die blöde Flamme im Weg, ey. Ja, den haben wir doch eigentlich auch irgendwie als Begleiter, ne? Ich glaube, den hatten wir ja schon einmal. Das ist eigentlich ganz cool. So, was ist das hier? They grow inside. Okay, meine eigene schöne Seuche. Ich glaube, das spawn ich jetzt hin und wieder fliegen oder sowas. Kann das sein? Oder doch so Würmchen? Bin mir einfach nicht so sicher. Ich hatte das zwar schon mal. Aber ich verwechsel das immer wieder mit diesen komischen Maden oder Larven, die dann auf einen zuspringen. Die praktisch diese komischen Tüten da haben, die normalerweise lasern. Oh, habe ich jetzt schön lang gewartet, bis zum Schluss. War aber, glaube ich, ganz gut so. Weil sonst geht einem irgendwann der Platz aus in dem Raum. Na komm. Sehr gut. Eine Gabel. Consume the enemy. Okay, wir fressen also die Feinde. Finde ich gut. Ich hoffe, er macht das dann auch. Ah, warte mal. Da war eine Goldkiste. Und da war, glaube ich, auch eine, ne? Ja, dann nehmen wir doch die.
Komm mal besser dran. Aber mich regt das immer noch so auf mit diesen blauen Herzen. Beziehungsweise mit den roten, dass die eben rot bleiben, obwohl er ja mit denen gar nichts anfangen kann. Oi, oi, oi. Ja, toll. Jetzt habe ich überhaupt keinen getroffen. Ich glaube, der kleine Brimstoner, den kann man überhaupt nicht treffen, ne? Also der kriegt gar keinen Schaden. Boah. Bisschen aufpassen. Oh Mann. Jetzt bin ich da wieder an der blöden Ecke hängen geblieben. Das gibt's doch nicht. Oh, fu. Wie blöd kann man denn sein? Oh. War das knapp. Allein schon wegen der scheiß Spur. Auweia, das könnte schon wieder knapp werden hier. Ja, schön, dass ihr mir solche Items anbietet, aber ich glaube, das Thema können wir erstmal abhaken. Und wieder bloß noch anderthalb Herzen. Das ist doch scheiße. Also da läuft es bei den meisten anderen Spielen aktuell deutlich besser, muss ich sagen. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, selbst bei Minecraft läuft es besser und ich bin ja absoluter Minecraft-Noob. Jetzt hoffe ich nur, dass ich die kriege, bevor sie mich erreichen. Vor allen Dingen grün, genau. Passt. Bingo. Full Health. Ah ja. Heilt aber nur wieder die Roten, heißt, bringt mir auch nichts. Toll. Ich fühle mich verarscht. Ach. Dachte schon, was ist jetzt los? Aber das sind ja verbündete Spinnen. Glaubt die Spinnen, die Spinnen. Achso, ich kann hier gar nichts starten, weil ich habe keinen Schlüssel. Toll. Na, vielen Dank auch. Schade, dass ich die Spinnen nicht dauerhaft habe. Ich finde die nämlich übelst stark. Die suchen sich nämlich schnell dann einen Gegner aus und dann... Röms, 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 tot. Tja, was wäre wohl zu einfach sonst? Na, Meister, willst du heute noch... Wie wär's genehm? Wow! Okay, das war jetzt gerade ein bisschen grenzwertig knapp. Nur triff auch. Guter Junge, guter Junge. Oder guter Zombie? Keine Ahnung. Naja, eigentlich ist es ja schon irgendwie so eine Art Zombie-Version von Isaac, ne? Also... Nicht nur eigentlich, sondern sogar wirklich. Richtig. Sicherlich. Mega-Tears. Naja, mal gucken, ob es uns das irgendwas bringt. Auf jeden Fall machen wir jetzt One-Hits. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil die... Tränen von ihm eh übel schlecht sind. Aber wenigstens einen kleinen Push. Muss natürlich jetzt ein bisschen besser zielen, weil er natürlich nicht so eine hohe Feuerrate hat, also nicht mal annähernd so eine hohe Feuerrate wie sonst. Ach scheiße. Das hatte ich mal so gut drin eine Weile, ne? Mit dem Ausweichen, aber gerade irgendwie ja so gar nicht. So, einmal, zweimal. Jawohl. Und ein Engelsraum. Cool. Jesus Justice. Der Heilige Gral. Boah, das ist ja ein übelst... Wow. Das Item hatte ich jetzt noch gar nie. Und ich kann fliegen. Na, dann hoffe ich doch, dass wir es richtig nutzen können. Wäre natürlich ewig schade, wenn wir jetzt hier verrecken würden. Der Heilige Gral. Na gut, bei denen 2-Hit, aber ist auch noch in Ordnung. Der Grundschaden ist halt einfach nicht so hoch bei ihm. Bin ich mal gespannt. Wie weit uns das bringt. Boah, Glück gehabt.
Ist er gegen den Pilz gehüpft? Ach so, ja, richtig. Ich komme zwar über die Hindernisse hinweg, meine Tränen, aber nicht. Geht nur bei Azazel. Azazel. Tja, ihr könnt fliegen, aber ich kann das auch. Was sagt er jetzt? Total geil. Ich meine, bei Azazel ist das immer nichts Besonderes. Aber, Achtung. Boah, Alter. Richtig stark. Die Combo fetzt. Also Megatiers plus Tierburst ist heavy. Was kann der Best Friend? Ich hab's vergessen. Oder ist das eine Bombe? Ja, ist eine Bombe. Naja. Nö. Da finde ich das dann doch irgendwie besser. Weil da kannst du halt echt einmal richtig so röms. Auch wenn du gerade wegrennen bist oder so, einfach mal draufdrücken. Irgendwas trifft's bestimmt. Oh je. Range Up. Oh ja, das ist bei Megatiers natürlich besonders mega. Weil normalerweise geht ja die Range ein bisschen runter im Vergleich zu den normalen. Aber da kann man zumindest langsam annähernd wieder auf die gleiche Range kommen wie am Anfang. Das fetzt natürlich, wenn man so den Malus von irgendeinem Item wieder ausgleichen kann. Wo man dann praktisch so gesehen nur noch den Bonus hat. So, da waren wir noch nicht. Weiß es gar nicht. Trifft es auch mehrere? Wenn die jetzt ganz nah beieinander stehen, das habe ich noch nie so ganz beobachtet. Wow! Ah! Wie nett. Verfehlt, toll. Das war jetzt gerade gewagt. Wäre fast in die Hose gegangen. Aber mit dem Ding schaffe ich es vielleicht sogar mal, so einen Run zu schaffen. Vor allem, ich schaffe es zu schaffen, hä? Scheiße. Ah, passt. Dacht schon. Wird nichts mehr, aber tada! Erwischt. So, in den Shop gehen wir nicht rein. Das lohnt sich nicht von den Münzen her. Das ist dann bloß Schlüsselverschwendung. The Dark One. Wow. Ausweichen, ausweichen. Aus. Aua. Ja, genau, ausweichen. So viel dazu. Ich glaube, er ist schon tot, ne? Boah, so schnell habe ich den, glaube ich, noch nie down gehabt. Vielleicht ein gutes Zeichen. Ich weiß es nicht. Trotzdem, ein bisschen mehr Leben. Also, ich hätte nichts dagegen eigentlich. Trotzdem, echt eine fette Kombo. Muss man jetzt eigentlich. Müssen wir jetzt ehrlich mal sagen. So, goldene Kiste, Challenge und los. Boah, nicht schlecht. Mal gucken, was noch kommt. Oh je, die Kleinen, die könnten mir gefährlich werden. Wobei ich ja selber jetzt relativ mobil bin mittlerweile. Jetzt sollte man halt noch treffen. Gut. Ja, muss sagen, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wie man so schön sagt, also das, was ich verloren habe und das, was ich gewonnen habe, war das echt ein ziemlich perfekter Challenge-Raum eigentlich. Schade, meine Spinnen sind schon wieder weg. Wow. Puh. Komm, komm, komm. Ja. Yeah. Sehr schön. Nee, also das ist jetzt echt, sag ich mal, ein denkbar guter Run. Das könnte wirklich was werden, aber wenn dann wieder viele Gegner auf einmal kommen in kurzen Gängen oder engen Räumen, dann wird es wahrscheinlich schon wieder gefährlich. Weil ich halt, wie gesagt, nicht so eine hohe Feuerrate habe. Das sehe ich halt schon irgendwo auch als Nachteil. Allerdings, ich habe ja, wie gesagt, immer meinen Tierburst. Da kann ich ja dann echt viel auf einmal erwischen. So.
Ja gut, ich meine, mit meinem Standard-Tränenschaden hätte es auf jeden Fall alles viel länger gedauert jetzt. Ist natürlich auch eine tolle Idee. Wenn man die Gegner halt gar nicht dazu kommen lässt, sie irgendwie dich zu treffen, sondern einfach wegrotzt. Angriff ist die beste Verteidigung, heißt doch immer. So viel dazu. Das war schon mal scheiße. Der Treffer hätte jetzt echt nicht sein müssen. Aber was soll's. Sehr schön. Das war's gut. Jetzt müssen wir aufpassen, dass ich das Gute nicht wieder versaue. Oh, verfehlt, schade. Trotzdem fast perfekt, der Raum. Aber einer ist noch da. Da. Oh, jetzt. Greed! Nicht zu verwechseln mit Assassin's Creed, ne? Das ist was anderes. Autsch! Nein! Alter. Ach, das Steam Sale, den hat er scheinbar immer dabei. So, wir legen mal die Bomben weg. Nicht, dass ich da irgendwie aus Versehen draufkomme in einem Bosskampf und mich selber in die Luft jage. Ja, also bei Assassin's Creed bin ich jetzt, wie gesagt, fast fertig. Ich glaube, das Thema hat man schon. Oh, scheiße. Aus dem einfachen Grund, ich wollte ja eigentlich Dragon Age als erstes fertig bringen. Oh Mann, jetzt muss ich mal aufhören, Schaden zu kassieren. Also ich wollte auf jeden Fall zuerst Dragon Age fertig machen, aber dann hat sich das so ergeben. Bin ja bei Dragon Age wirklich erst bei der Hälfte ganz grob. Und bei Assassin's Creed nun mal fast fertig. Und dann hat sich das halt so ergeben, dass ich eben erstmal Assassin's Creed fertig stelle. Damit ich da dann wieder ein bisschen mehr Luft habe für anderes. Und wenn es nur zum Beantworten von Kommentaren ist. Und dann werde ich wirklich erstmal abwarten. Ich weiß gar nicht, was das Bett bringt. Oh! Jetzt bin ich gespannt. Wow! Cool! Aha. Okay, also, ich glaube, ich hatte zum ersten Mal jetzt einen Effekt beim Bett. Sonst ist da meistens immer gar nichts passiert. Oh, die sind jetzt auch nicht so besonders schwer. Mal gucken, was sonst noch kommt. Jetzt tu doch mal was. Bingo. Ja, also ich bin jetzt wirklich so weit. Also ich habe zwar noch jede Menge Nebenmissionen und Zeug. Wobei mit den Kisten bin ich jetzt fast durch. Aber halt auch nur noch ein Kapitel in der Hauptstory. Da muss ich das Let's Play jetzt halt noch ein bisschen, naja, in die Länge ziehen. Damit ich diese ganzen, Dinger noch fertig krieg. Also diese Nebenmission, weil ich habe ja gesagt, ich will mit der letzten Mission dann praktisch mit dem Abspann das, Spiel abschließen. Und dahin kommt ja, wie gesagt, eine neue Playlist für, Alter. Dead Kings, für Dead Kings, genau, so heißt der DLC. Also das wird dann in eine neue Playlist gepackt, so allein auch schon wegen der Übersicht und so. Aber, wie gesagt, das Hauptspiel ist jetzt erstmal fast fertig. DLC, weiß ich nicht, wie lange der überhaupt geht, so zeitlich, ne? Also, wie viele Missionen und, wahrscheinlich wieder ohne Ende Nebenaktivitäten-Zeug. Muss ich mal gucken, wie das läuft dann. Auf jeden Fall ist da noch jede Menge Zeit dazwischen, denke ich, bis Rogue kommt. Und bis GTA 5 kommt. Kommt ja irgendwie jetzt alles aufeinander, total zum Kotzen irgendwie. Wenn man das mal vorher wüsste, ne, dann könnte man sich da schon im Voraus Urlaub einplanen lassen oder so, aber irgendwie... Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Sei es drum... Irgendwie werde ich schon Zeit finden, die ganzen Spiele zu spielen. Bisher habe ich es immer irgendwie hinbekommen. Aber wirklich bis die beiden kommen, werde ich kein neues Projekt mehr anfangen, so wie es aussieht. Höchstens mal I Am Brad noch weitermachen. Das wäre mal noch eine Option, aber sonst... Nee, also...
Das ist mir nicht wert. Hier mein ganzes Zeug zu opfern für so ein paar... Gut, zugegebenermaßen nette Items, aber 3 Herzen ist einfach zu viel. Das geht nicht. Ach so, wir sind ja schon relativ weit, sehe ich gerade. Scheiße. Ja gut, dann wird das wohl ein relativ erfolgreich kurzer Run eigentlich so. Dann war's das für heute, Leute. Ich werde morgen nochmal ein bisschen was erzählen, aber nicht zu viel, sonst geht's wieder in die Hose. Wie immer. Dann war's das für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und ja, dann bis zum nächsten Mal und hoffentlich erfolgreich zu Ende dann bringen diesen Run. Ihr dürft mir gerne was in die Kommentare schreiben. Einige von euch tun es ja sowieso immer, halt nicht alle leider. Dürfen sich gerne auch mal die zu Wort melden, die es sonst nicht tun. Und ja, bewerten nicht vergessen. Tschüss, Leute.